Willkommen im wunderschönen Thüringer Wald, genauer in Friedrichroder. Man sagt auch, das ist die Wiege Thürings, weil hier die ganzen Adelsgeschlechter herkommen. Es gibt auch Legenden, die sich um die Berge und die ganzen Hügel hier ranken. Eine zum Beispiel, ein alter Ritter, läuft durch die Gegend und sagt, Wartberg, trag meine Burg. Heute kennt man das als Wartburg bei Eisenach. Und diese ganzen Berge und ganzen Landschaften, die gucke ich mir mal schön an. Hier vorne, ich weiß nicht, ob die Kamera es erkennen kann, da steht ein Wegweiserschild und da stehen verschiedene Ortsnamen drauf, unter anderem auch Rennsteig. Und Rennsteig ist ganz, ganz wichtig, denn dieser ganze Bergkamm, dieser ganze Zug, diese ganze Gegend nennt sich Rennsteig und da gibt es sogar eine inoffizielle Thüringer Nationalhymne und die geht folgendermaßen. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Und dazu tun sie auch, ne? Den herrlichen Glockenklängen und hier erwartet uns jetzt gleich der Thüringer Wald bekannte Adolfsblick. Ne? Es ist manchmal auch schon ganz schön anstrengend, hier durch diese Thüringer Berglandschaft zu laufen. Aber das finde nicht nur ich. Es gab auch mal einen Ritter, der wollte unbedingt ein Burgfräulein heiraten, hat den Vater gesagt, komm, will ich haben. Sagt er, ja, kannst du, musst nur in voller Montur mein Töchterchen von dem einen Berg zu dem anderen Berg schleppen. Das hat er gemacht, hat es auch geschafft und hat gesagt, Gottlob, ich hab's geschafft. Und zack, ist er tot umgefallen. Heute kennt man den Berg auch als Gottlob. In die Marienglashöhle gehen wir gerade. Das ist richtig kalt hier an den Beinen. Ich habe immer eine kurze Hose an. Eigentlich kann man hier im Thüringer Wald auch die bessere Kneippkur machen. Erstmal im Berg hochlaufen, schwitzen und dann hier in der Höhle wieder abfrieren. Ne? Es sieht aus wie Glas, es heißt Glas, nämlich Marienglas, aber es ist gar kein Glas, es ist Gips. Unglaublich, wer hätte das gedacht. Aber ein sehr, sehr hochwertiger Gips, fast durchsichtig, wirkt wie Glas. Woher kommt der Name Marienglas? Man hat diesen hochwertigen Gips früher im Mittelalter an Kirchen gegeben und die haben daraus vornehmlich solche Marienbilder gemacht. Daher der Name aus dem Mittelalter Marienglas, aber eigentlich ganz normaler Gips. Wie lange sind Sie denn schon da, Herr Müller? Seit 1903 ja nicht, ne? Nein, ich sehe vielleicht zu alt aus, aber... Seit 7 Jahren bin ich hier, bin vom Beruf gelernter Bergmann. Als Thüringer, was können Sie sagen, warum muss man Thüringen gesehen haben, warum muss man den Thüringer Wald gesehen haben, warum sollen die Leute und müssen die Leute hierher? Weil ganz einfach der Thüringer Wald ein schönes Fleckchen Erde ist. Zum Beispiel in Friedrichroda sagt man, kommen wir mal her. Kommen wir mal her? Heißt das, kommen wir mal heim oder kommen wir mal her? Kommen wir her. Ja. Ich hab's ja fast doch verstanden. Ne? Oder Bennenöhr. Bennenöhr? Wann denn nur? Und deshalb wird Friedrichroda unter den umliegenden Ortschaften auch als Bennen bezeichnet. Hier, guck mal an. Berg rauf, Berg runter, in den Berg rein, da wird man schnell durstig und braucht eine Erfrischung. Und wie hervorragend trifft es sich da, dass hier ein Brauhaus ist und das ist nicht irgendeins. Zu diesem Brauhaus gehört auch die kleinste Brauerei in ganz Westthüringen. Thomas ist der Herr über die kleinste Brauerei in Westthüringen. Hallo Thomas. Hallo. So, wir haben ja hier, du machst ja auch Führung hier in der kleinsten Brauerei und das fängt dann immer an mit der Gerste hier, oder? Ganz genau, damit fangen wir an, ja, und da erkläre ich den Leuten, wie das also funktioniert, wie die Gerste vorbereitet wird und dann, wie, das heißt, wie unser Bier hergestellt wird. Wie ist denn das deutsche Reinheitsgebot bei Bier überhaupt? Na, das deutsche Reinheitsgebot, in das Bier gehört nur rein Hopfen, Malz, Wasser und Hefe. Und was ist das Geheimnis, dass es denn so wird, wie es wird? Ja, also jetzt eine gute Frage. Also Geheimnis sagt ja schon Geheimnis. Also deswegen frage ich doch. Die Zahlen und das genaue Rezept werde ich natürlich nicht verraten. Aber Bier hat ja auch einen besonderen Namen, das heißt nämlich? Schakobräu. Und wie kommt der Name? Ja, mein Name ist Schack. Schako ist mein Spitzname und wenn ich das jetzt schon machen darf, das Bier, dann soll es wenigstens auch so heißen. Schakobräu. So, hier ist das Brauhaus, das war ja früher auch schon eins und da hast du gerade eine lustige Geschichte erzählt. Es wurde am Dienstag, was durfte da nicht mehr gemacht werden? Ja, am Dienstag durfte da nicht mehr in den Bach geschissen werden, weil am Mittwoch Bier gebraut wurde. Das war eine Ansage vom Bürgermeister. Das wurde dann so richtig so rausgegeben und dann musste sich da jeder dran halten, weil alle wollten ja Bier. Und heute haben sie alle Toiletten, ne? Ja, also heute ist eine andere Geschichte, ja, natürlich. Komm, ich muss Bier trinken. Die Asiaten sind dann eher vorsichtig, die trinken mal, die probieren es mal, aber ansonsten sind sie meistens gleich wieder fort. Die haben ja nicht
wahnsinnig viel Zeit und meistens trinken sie auch nur Wasser und probieren das halt einfach nochmal. Ne? Wir haben hier im Haus fünf Doppelzimmer, die wir natürlich auch vermieten für solche Fälle. Natürlich kann man bei uns auch Urlaub machen, das ist kein Problem. Kleinste Brauerei Westthürings, da gibt es auch das kleinste Bier. Ne? Ich nehme mal das Dunkle, du das Helle. Okay, machen wir das auch. Thomas, vielen Dank, dass du uns das hier alles gezeigt hast. Da musst du unbedingt herkommen. Da hinten fährt der Regionalzug raus. Wir sind hier am Bahnhof von Friedrichroda. Hier hat auch schon der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha gewartet auf sein Züglein. Natürlich etwas schicker als ich hier mitten am Bahnhof. Und hier, true story, kleiner Fact für euch. Das Geschlecht Sachsen-Coburg-Gotha, das sind die Leute, die jetzt in England auch sitzen. Die heißen eigentlich genauso, haben sich aber nach dem Schloss Windsor benannt. Kennt man vielleicht. Ne? Das war es auch schon aus dem Thüringer Wald. Alle herkommen, wirklich schön, Bäume gucken und vor allen Dingen hier den tollen Bahnhof. Man fühlt sich fast wie ein Herzog, ne?